Hi Freunde, Mottenmann hier. In diesem Video zeige ich euch, wo ihr einen Dunkelschmiedestein Level 7 und Level 8 finden könnt. Wenn euch das Video gefällt, gebt einen Daumen nach oben, Fragen und Anregungen am Ende des Videos gerne unten in die Kommentare und lasst auf jeden Fall ein Abo auf meinem YouTube-Kanal da, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und jetzt wünsche ich genau dir viel Spaß bei dem Video. Wir gucken uns jetzt an, wo es den Dunkelschmiedestein Level 7 gibt. Und dafür zeige ich euch erstmal einen Weg, wie ihr in die verborgene Stadt kommt. Und zwar fangen wir bei dem Straßenbalkon an. Wir sind oben in der, ich nenne sie mal goldenen Stadt. Und bei dem Spawnpunkt Straßenbalkon sieht hier so aus. Ihr seht schon die Drachenstatue, ja. Ihr lauft auf jeden Fall hier runter. Erstmal raus quasi auf das Gebiet. Geht dann hier links rüber und wir müssen dahin, wo ich markiert habe. Wir springen quasi hier vorne den Balkon runter und kommen dann hier unten hin zu einem, ja, wie soll ich es nennen, zu einem Gebiet. Und Vorsicht, der Gegner hier, ihr habt es gerade schon gesehen, ich habe ihn angegriffen, der wacht auf und hat mich gerade gewone-shottet, ja. So, ich nehme jetzt hier schon mal das Blutgrinsen einer Alburie mit, okay. Und von all, und hier in dem Brunnen müssen wir, sorry, müssen wir runtergehen. Und quasi hier kommen wir in die verborgene Stadt. Das ist quasi Step 1, um den Stein Level 7 zu bekommen. Kommen wir zum zweiten Schritt. Und zwar gehen wir jetzt im Untergrund zum Leuchtfeuer. Und dafür müssen wir quasi hier links die Tür öffnen. Gehen dann hier runter. Könnt die Leiter klettern oder könnt auch runterspringen, ist relativ egal. Lauft dann quasi hier den Weg entlang. Und ihr müsst aufpassen, hier sind Gegner. Ich habe die Gegner schon mal im Voraus besiegt, damit die uns im Video nicht nerven. Wenn ihr hier zum Beispiel runtergeht, sind hier ganz viele Ratten, die euch auch Aua machen können. Ja, ihr lauft auf jeden Fall hier weiter. Hier hinten rechts ist eine Tür. Die Türe könnt ihr dann öffnen. Und dann könnt ihr quasi hier runterspringen. Und Vorsicht, hier ist auch dieser Gegner. Der war relativ hard to kill. Also den aufpassen. Da hinten läuft übrigens noch so ein Kollege rum. So, ich habe mal kurz einen Schnitt gemacht und den Kollegen eben getötet. Ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr hier links runtergesprungen seid, euch links an der Mauer halten und weiterlaufen. Und hier findet ihr quasi eine Tür. Und in der Tür findet ihr den nächsten Spawn. Hier könnt ihr euch einmal bilden und ihr seid schon mal geschützt. Und jetzt geht's weiter zum Stein. So, gehen wir nun zum Stein. Ihr müsst quasi hier links rausgehen und dann haltet euch links an der Mauer. Gerade wenn ihr respawned seid, laufen hier wieder zwei dicke Gegner rum. Ihr geht einfach links an dem vorbei und hüpft hier ins Loch hinein, ja. Im Loch seid ihr erstmal safe vor den Gegnern. Geht ihr quasi hier links entlang. Hier sind Ratten. Ich würde euch raten, macht die Ratten kurz kaputt. Weil die gehen euch sonst einfach auf die Nerven, weil die euch hinterherlaufen. Und ihr braucht ein bisschen Ruhe bei dem Ganzen, ja. So, ihr geht hier vorbei. Dann hier an der Ecke, Vorsicht, hier ist so eine Giftpflanze. Wenn ihr einmal rumgeht, spuckt sie euch direkt an. Jetzt warten wir kurz, bis der Gift vorbei ist. Gehen dann an der Pflanze vorbei. An der zweiten gehen wir auch vorbei. Bis hier hinten quasi zur Leiter. Und die Leiter klettern wir im Anschluss hoch. Ja, erstmal ganz easy. Und hier oben kommen jetzt drei Gegner. Eine große Hand und zwei kleine Hände. Wenn wir die große Hand besiegen, droppt diesen Level 7er Stein. Ich nehme schon mal einen Mana-Trank, heile mich kurz hoch. Hier sind noch so ein paar Items, die ihr nehmen könnt. Aber Hauptsache, wenn ihr hier durchlauft, kommen die Hände. Hier ist schon die eine Hand. Wenn ihr die Hände jetzt besiegt habt, lassen die natürlich Items fallen. Und wie wir hier sehen, kriegen wir den Dunkelschmiedestein Level 7 von der großen Hand. Und können hier natürlich auch noch ein paar kleinere Items einsammeln. Hier nochmal ein Dunkelschmiedestein Level 7. Also die großen und die kleinen Hände droppen quasi die Items. Der Stein Level 8 ist quasi ein Geschenk im Gegensatz zum Stein Level 7. Und den finden wir unten rechts im roten Gebiet, quasi an dem Turm, Heiliger Turm von Kaelit. Ich habe mich gerade hier an diesen Punkt gepawnt, westlicher Drachenhügel, und bin hier ein Stückchen hochgeritten. Und wenn ihr in Richtung Turm hochreitet, kommt ihr hier quasi an so einen Mistkäfer. Und dieser Mistkäfer sollte euch den Stein Level 8 droppen. Ich hau ihn mal kurz um. Ah, die sind immer nervig, finde ich. Oh, jetzt rollt er auch noch ins letzte Eck rein. Jetzt haben wir ihn. Ja. Dunkelschmiedestein Level 8. So bekommt man auf jeden Fall den 8er Stein. Wir können jetzt zur Tafel der Gnade reisen und zum Schmied gehen, falls ihr schon die 6er Waffe habt. Ich guckt euch gerne meine anderen Guide-Videos an. Auf meinem Kanal findet ihr noch einen Guide für Stein Level 1 bis 4, Level 5 und 6, und wir haben jetzt 7 und 8. Oh, dein
gehen quasi zum Schmied. Ihr sucht euch natürlich eure Lieblingswaffe aus. Bei mir bleibt die Eisaxt und die können wir jetzt zweimal verstärken auf Level 7 und auf Level 8. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und euch das Video weitergeholfen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben geht. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen, schreibt sie mir doch gerne unten in die Kommentare. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal ein Abo hinterlasst, damit ihr mir helft, auf YouTube zu wachsen und kein Video mehr von mir verpasst. In der Beschreibung findet ihr auch einen Discord-Kanal, da sind wir jeden Tag drauf und spielen zusammen Elden Ring mit mehreren Freunden. Kommt gerne auch dazu, ist jeder gern gesehen und wir geben uns immer gegenseitig Tipps und helfen uns gegenseitig aus. Und ich bin auch auf Twitch am Stream, also lasst am besten ein Follow da. Und schaut nächste Mal rein und lasst euren Prime-Sub da. Ja, vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt bis hierhin. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Mottenmann. Ciao.